Zentral im Süden Südtirols liegt die Stadt Bozen. Bereits im Mittelalter führte hier eine der wichtigsten Handelsrouten über die Alpen in Richtung Süden. Wer heute durch die Altstadt von Bozen schlendert, sieht die historischen Gebäude in der Laubengasse, versteckte Durchgänge und enge Seitengässchen, malerische Hinterhöfe, dekorativ gestaltete Lichtschächte, Erker, Ornamente, zumeist liebevoll renoviert und umgebaut. Das Flair von damals, der ursprüngliche Charakter einer mittelalterlichen Handelsstadt, ist heute noch spürbar. Und daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern. Oder doch? Vor kurzem hat sich eine Gruppe von jungen, engagierten Unternehmern aus der Altstadt von Bozen zusammengeschlossen, um Bozen liebens- und lebenswerter zu machen. Dazu haben sie die Genossenschaft BZ Heartbeat gegründet. Ihrer Ansicht nach gibt es nämlich trotz allem Dinge, die in Bozen verbessert werden könnten, wie Thomas von Bosio, der Präsident der Genossenschaft, erklärt. Wenn man mit offenen Augen durch unsere Altstadt geht, dann gebe ich unserer Altstadt beim Thema Flair nur durchschnittliche Noten. Wir möchten Bozen wieder lebens- und liebenswert machen. Dieses Motto spiegelt eigentlich wunderbar wider, was wir anpacken wollen. Lebens- und liebenswert. Bozen hat ein bisschen dieses Flair und dieses Ambiente von einst verloren. Wir möchten uns für die Zukunft rüsten und dabei möchten wir neue Impulse setzen. Als Beispiel nennt Bosio die Angleichung der Geschäftsöffnungszeiten innerhalb der Altstadt. Wildes Parken von Fahrrädern ist ihm ebenso ein Dorn im Auge, wie das uneinheitliche Abstellen von Kartonen oder Müll direkt vor dem Eingang der Geschäfte. Der Vizepräsident Ivan Waldner würde gerne leerstehende Geschäfte neu beleben und heruntergekommene Fassaden und Ecken renovieren. Auch der Boden unter dem Bozener Lauben solle künftig erneuert werden. Derzeit störten vor allem Wandschmierereien und Graffitis das saubere Bild der Stadt. Apropos sauber, auch diesbezüglich hat man einiges unternommen. Dabei möchte ich die Aktion Sauberes Bozen unterstreichen. Diese Aktion wurde in Zusammenarbeit mit der SEAB, dem Verein Voluntarius und dem Unternehmen Markas initiiert. Dabei wurden drei Flüchtlinge angestellt. Im Rahmen dieser Aktion haben Mitarbeiter der städtischen Müllabfuhr zusammen mit diesen drei Flüchtlingen gezielte Reinigungsaktionen durchgeführt, zur Zufriedenheit aller. So schnell wird sich also am ursprünglichen Charakter der mittelalterlichen Handelsstadt nichts ändern. Eine Art Frischzellenkur erwartet Bozen. Durch die geplanten Initiativen der Genossenschaft BZ Heartbeat kommt das Herz von Bozen auf Touren und macht sich gleichzeitig fit für die Zukunft. Wir möchten bewusst wichtige Partner, die die Gesamtheit des Zentrums abbilden, an einen Tisch holen. Wirtschaftstreibende und deren Mitarbeiter, Kunden, Bewohner der Innenstadt, Künstler und Kulturschaffende, öffentliche Institutionen, deutsch- und italienischsprachige Bewohner. All jene an einem Tisch zu holen, um gemeinsam neue Ideen und Projekte zu entwickeln, darin liegt die wahre Kernaufgabe dieser Genossenschaft.